So, schön, dass ihr wieder da seid. Wir sind zurück bei Fallout und ihr seht, ihr habt nichts verpasst. Also hier liegen immer noch die Ghule. Und hier vorne, da geht's heiß her. Das wird mich ja eigentlich ganz schön stark interessieren, was da passiert. Ich muss ja eh da in die... Ja, ich muss wahrscheinlich eigentlich eher da runter. Aber da ist so viel Geballer. Da kann ich eigentlich gar nicht widerstehen. Aber ich würde gerne nicht direkt den frontalsten Weg suchen, sondern hier so ein bisschen... seitlich ran. Aber wie gesagt, ihr hört es ja. Deswegen will ich mir das eigentlich mal zumindest kurz angucken, was denn da los ist. Kann ich da vielleicht so hier hoch und mir da mal einen Blick verschaffen? Das wäre ja ganz schnieke. Da ist ein Auto. Oder ein LKW vielmehr. Meine, diese Ghule nerven hart. Was haben sie auch dabei? Oh, MG-Geschütz. Okay, scheinbar habe ich da ein Wespennest erwischt. Hund, Hund, Hund! Okay, das Geschütz geht mir da auf den Sack. Okay, jetzt muss ich da mal irgendwie was machen. Raider abschauen. Wir nehmen jetzt mal irgendwie schnell was anderes. So. Hundi. Du kriegst ein Simpack natürlich. So, jetzt ist das Auto da oben explodiert. Jetzt hoffe ich mal, dass ihr ein bisschen Munition wenigstens habt. Oder auch mehr. Den nehme ich mal aus wie eine Weihnachtsgans. So. Jetzt habe ich alles von dir. Okay. Hier bin ich durch. Das Geschütz ist auch im Arsch. Ob sich der Aufwand jetzt gelohnt hat, weiß ich jetzt nicht. Da komme ich nicht hin. Ich hätte gerne geschaut, ob ich das Ding looten kann, aber... Naja, wie gesagt, wir gehen jetzt mal lieber darüber, wo wir eigentlich hin müssen. Und zwar ist es schon da drüben hier. Da muss ich rein. Ja. Extrem genau, das Ding. Vielleicht geht es ja mit dem... Warte mal, was ist denn genauer? Präzision... Probieren wir es doch mal. Also wirklich toll ist das Ding nicht. Was? Was willst du? Wer hat da mich als Feig... Wer hat mich da feige Sau genannt? Was ist denn eigentlich der Fat Man? Was? Mini-Atombombe? Bitte was? Da hätte ich gern... Schade, dass ich keine... Muss ich aber trotzdem anschauen. Alter! Okay, das ist ein Fat Man. Krass. Okay, wir gehen weiter. Irgendwer hat mich da feige Sau genannt. Vielleicht finde ich ja noch irgendwas Cooles auf dem Weg. Oh, ich weiß, dass du hier bist. Ich finde dich.
dass du hier bist. Nee, da ist nichts Cooles. Okay, da oben ist einiges los. Komm. Ja. Habe ich da mit dem letzten Schuss noch seinen Kopf weggemacht? Von wo? Ah ja, jetzt habe ich ihn gerade gesehen. Aber ich habe ganz schön wenig HP. Das werde ich jetzt mal korrigieren. Was bringt denn am meisten TP? Stimpaks natürlich. Oder die Todeskralle. Ja. Meine Powerrüstung ist schon ein bisschen im Arsch. Okay, nee, es geht hier richtig gut rund. Die Musik ist auch ganz schön bedrohlich schon, wie man hört. Da unten ist so ein MG-Geschützturm, dem würde ich gerne ausweichen. Habe ich noch meinen Hund? Also hier da vorne mit dem MG-Geschützturm, den finde ich jetzt nicht so sexy. Da oben steht auch noch einer. Ich muss ja in das Haus rein, ich muss ja das eh clearen. Also von dem her versuche ich da mal einen Weg zu finden, der so ein bisschen entspannter ist. Sofern man da von Entspannung reden kann. Und ich kann mal vielleicht schon mal Molotow-Splittergranate. Mal so eine Granate ausrüsten. Aber ich habe, glaube ich, habe ich nicht noch vielleicht so eine Raider-Rüstung? Linker Arm? Na, okay. Das ist alles am Laufen, nur der linke Arm, der macht nicht mehr mit. Alles klar. Militärfrequenz gefunden. Wie gesagt, das ist natürlich fürs Radio eigentlich schon immer spannend. Aber aufgrund dessen, dass ich natürlich hier bei jedem Radiosender GEMA-Angst habe, muss ich das mal unterschlagen. Kann ich da rein? Von der anderen Seite festgekettet. Natürlich nicht. Ich glaube, ich habe ein Wespennest losgetreten. Ach Gott, was willst denn du da oben jetzt? Nehme ich da das Gewehr wieder, wo ich so richtig viel Schuss noch habe. Aber ich habe hier ja auch die Lasermuskete. Boah, ist das dein Ernst? Ach Gott, die war dahin geschmissen. Ich hab doch getroffen! So, jetzt, ich glaube, ich brauche hier doch jetzt schnell nochmal etwas anderes, weil auf die kurze Distanz ist das Ding echt nicht prickelnd. Oh, ich hab mich so... War das schlecht geaimt?
erstmal Nummer 1. Auf die Granate aufpassen. Nummer 2. Hab ich doch gerade. Ach Gott, jetzt kannst du da oben auch noch. So, und jetzt noch die da oben wegmachen. Wie gesagt, ich habe irgendwie nicht so ein gutes Gewehr, was ich eigentlich für die Distanz ganz toll finde. Aber vielleicht ist das Impro-Gewehr ein bisschen besser als... Der war sexy. Also den Kopf getroffen habe ich, nur die Frage ist... Okay, auch tot. So, jetzt kann ich mich an euren Kadavern erfreuen. Eine Kamera. Okay. Patrone ist immer gut, Revier brauche ich nicht, Lederkorn brauche ich nicht, alles klar. Hier, die sind... Der ist doch Kimme und Korn immer nach vorn. So. Alles klar. Auch du bist klar. Hier so noch. Hier ist nichts. Muss ja irgendwo über mir sein. Da ist ja noch so ein roter Punkt, wie ihr unten seht. Nichts mehr zu sehen von Ihnen. Clipping-Fehler. Aber ich werde den auch die gleich so finden. Aha. Wo ist der hin? Naja. Nehme ich auch so mit. Naja, der ist aber... Oh. Meine Power-Rüstung verabschiedet sich so allmählich. So, wo ist er denn jetzt schon wieder? Ach, nehme ich halt die. Habe ich dir den Arm abgeschossen? Ne, hat uns ausgesehen. Molotov, Stimpack, Lederrüstung, ne, alles gut. Das bleibt so, wie es ist. Schrotpatrone, Schrotflinte, habe ich schon, Stürmers gebräuchlich, nicht Lederkombi, alles gut. Weiter geht's. So, da muss ich wohl rein. Aber erstmal habe ich mich, bevorrate ich mich. Und mal gucken, was mich hier drin so erwartet. Bin ja schon ein bisschen angespannt, gebe ich ganz ehrlich zu. Ist so ein bisschen nervenaufreibend, so viel Geballer. Da hatte ich doch irgendwie gefühlt weniger mit gerechnet, dass ich so viel schießen muss. Yep. Oh, ist das fies. Lass doch mal mit dem Molotow da.
Aber ich kann das auch. Ich muss nur schauen, wo ich dich finde. Der war ganz schön schlecht. Ich sehe halt nicht mal woher. Stimpak Hund. Okay, ich bin echt angespannt gerade. So. Und ich helfe dir gleich. Hier drüben. So, mein Kleiner. Es werden ja schon weniger. Ich tue ja schon mein Möglichstes. Aber ich schaue auch nicht mehr so gut aus. Ich sollte mir auch mal irgendwann wieder was geben. Hilfsmittel. Trinke ich halt ein bisschen was. So. So, die gute Nachricht, das wären weniger. So, das Geschütz. Stört mich da so ein bisschen. Jetzt nicht mehr. Schau mal, wo da noch jemand ist. Splittergranate. Granaten sind ja nie verkehrt. Ich Angst? Niemand nennt mich eine feige Sau. So, für was brauche ich eine Sicherung? Warum ist da eine Lupe? Wenn da eine Lupe ist, nehme ich das mal. So, eine Sprengstoffkiste. So, geknackt. Wie schön. Munition, Munition. Immer gern genommen. Naja, wer gleich besser abhauen sollte, das sehen wir dann wohl noch. Aber ich heile mich noch einmal, dass ich hier mit guten HP Standard in den Kampf gehen kann. Hier unten scheint alles, ja, gegrillt zu sein. Das wolltet ihr halt so. Tut mir sehr, sehr leid. Nicht. Kann ich hier drin machen? Tor öffnen, Tor schließen. Das ist mal eine Auswahlmöglichkeit. Da geht es dann weiter. Sieht zumindest so aus. Da habe ich schon alles, also gehen wir mal hier weiter.
Nur langsam habe ich so das Gefühl, dass meine Munition immer weniger wird. Deswegen nehmen wir hier mal die. Die macht eh ein bisschen mehr Schaden. Na? Kopf, ganz schön kopflos, mein Freund. Warum höre ich hier Sound? Da ist nichts mehr. Was denkst du denn? Keine Ahnung. Ich glaube, das ist ein Spinster. Ja, schon möglich. Warum höre ich hier so nahe Stimmen? Eine Kamera meine ich sogar schon im Inventar zu haben. Plömpel brauche ich nicht. Da geht's runter. Da ist nix. Vielleicht einen kleinen Happen essen. Ofenhandschuh, Aluminiumdose. Nee, ich glaube, hier brauche ich alles nicht. Meine Powerzelle macht auch noch einigermaßen mit. Soll ich jetzt mit dem Aufzug fahren? Wer ist denn Jared? Okay, Jared gibt's nicht mehr. Töte den Raider! Berechte den silbernen. Oh ja, das ist doch. Lief doch ganz ordentlich. Aber ich würde den gern looten. Oh, da oben ist wieder so eine Minigun. Ekelhaft, die Dinger. Na, wo genau? Ja. Erstmal dich. Alter. Der ist ja ganz schön viel hier. Na, die Deckung lief wohl nicht so gut. Nur das Geschütz muss da oben noch weg. Habe ich nicht noch meine Minigun? Und hat die noch Schuss? Ja, hat noch Schuss. Okay. So, ich nehme auch noch Gegner. Wenn ich hier den unüberbrückbaren Stein überwinde. So, da unten ist auch noch einer. Yep. Noch wer? Ja, ja, sieh du schon Geister. Wie komme ich denn da hoch, Jungs? Rüberspringen ist wohl nicht. Oder doch? Hab ich hier gerade nochmal so eine Minigun gehört? Da hat er sogar Kronkorken eingesteckt. Der alte Lump. Vielleicht ging das über das Terminal. Das wäre ja durchaus möglich. Ich steig mal hier aus, gerade. Ich glaube, vielleicht kann ich auch ohne dem nämlich ein bisschen besser springen, man weiß es nicht. Aber bewaffnen sollten wir uns auf jeden Fall. Ja, Terminals und ich, das ist immer so eine Liebe, gell? Also wie gesagt, wenn wer weiß, wie, warum. Oh. Das kann jetzt B, A, S und E sein.
B, A, S und E. Wo habe ich denn das nochmal? B, A. Da ist ein E, da ist ein... Aber das ist kein... Das auch nicht, das auch nicht. S, E, B, A. Also da muss es B... Muss es B oder... Nee, das kann ja... Das ist ja... Was hier ist... Was? Das komme ich jetzt nicht mit. Warum jetzt S? Okay, ich check's nicht. Ich check dieses System nicht. Ich check's nicht. Da steht 3 Treffer, aber da steht eben nicht an welcher Stelle. Und das macht's ja absolut sinnlos. Ach Gott. Ich glaube, ich bin einfach... Da ist mein Intellekt einfach zu gering. 0 Treffer. Null Treffer. Null Treffer. Ja, jetzt ist es reines Rätselraten. Ja, das war mal gar kein guter Durchgang. Nicht mal ein Glückstreffer gelandet. So, die Folge neigt sich langsam dem Ende zu, aber ich würde das gerne noch erfüllt haben. Bevor sie zu Ende ist. Keeps hat einen. Das heißt, er hilft mir gar nichts. Es kann K-E-P-S sein. So, hilft mir immer noch nicht. Okay, auch das war kein guter Durchgang, da ich immer nur einen Treffer hatte. Das heißt, auch nach einem internen Ausschlussverfahren war hier nichts möglich zu holen, leider. Holes 0. False 0. Woods 0. Seeds. Ja, ihr habt hoffentlich noch ein bisschen Zeit mitgebracht. Ich und das Hacken, man sieht einfach, dass ich bin im wahren Leben einfach auch ein Computerfreak. Hieß er Computerfreak? Computerfreak. So, Heads, 0 Treffer. Wagon, 0 Treffer. Watch, 0 Treffer. Teams, weg. So kann man es natürlich auch machen. Man, das kann auch, also man sieht, das ist auch gar nichts Aufwendiges oder Schwieriges. Das geht ganz einfach, das mit dem Hacken. Zumindest für Leute, die keine Ahnung davon haben, wie mich, ist das gar kein Problem. Rolls 0. Peril 1, vielleicht dann das P. Repel, nochmal ein. Warte mal, Rolls waren einer und Repel war einer. Wie gesagt, vielleicht habe ich auch einfach nur immer den falschen Denk, aber dann könnte es ein R sein. Ja, nee, war es doch nicht. So, einen Versuch mache ich jetzt noch. Wenn es der nicht ist, dann werde ich da meine Abend- und Nachtstunden hier alleine damit verbringen. So lange, bis ich es schaffe. Feins hat einen. So. Flash hat nix. Das heißt, dann kann es INDS sein, oder? Sehe ich das richtig? INDS. Immer noch gefühlt das gleiche. NDS. Ne, war es nicht. Also, seid mir nicht böse, dass ihr diesen erfolglosen Versuch bis zum Ende durchhalten musstet. Aber ich werde mich bemühen, dass ich hier in der nächsten Folge dann schon das Terminal geknackt habe. Also seht's dann rein, ob ich es geschafft habe oder ob ich als Skelett vor meinem Monitor verendet bin. Bis zum nächsten Mal oder auch nicht, euer Alcaramba.